Wie ist da eigentlich der Stand gerade bei Buberts? Ich habe immer gedacht, das wären anarchistische Klimaaktivisten, die Exponentialfunktionen beim Alkoholkonsum. Haben Sie auch mal so einen Buberts geraucht? Wir können CO2-frei fliegen. Finden Sie nicht lustig? Respekt. Also. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast hier am Start. Das ist Karl Lauterbach. Für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist der Bundesminister für Gesundheit. Ich bin auch froh, dass wir es heute machen können. Ich gehöre zur Fanbase, zur Rezo-Fanbase. Das freut mich sehr. Wir werden jetzt TikToks gucken. Das wird bestimmt gut. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Wir gucken einfach mal, wie es wird. Was wird? Ich glaube, die sind long groß. Ich bin gleich da. Wir fahren gleich, wer beschossen. Cool bleiben, Karl. Die haben mich in der Zange. Lasst meinen Freund Karl in Ruhe. Um Gottes Willen. Wissen Sie, was da passiert? Verdammt. Also um es kurz zu erklären, das ist natürlich mit KI eine generierte Stimme. Und es wird so getan, als würden Sie mit Frau Merkel einen Ego-Shooter spielen. Ja, wunderbar. Also die Stimme ist wirklich sehr gut imitiert. Das macht mich jetzt auch ein bisschen unsicher, dass wir an dem Punkt schon sind. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass vielleicht also an der Optik gearbeitet worden wäre, aber es ist alles gut. Aber ich glaube, also Frau Merkel und ich sind da gut im Geschäft und spannend. Ja, das stimmt. So, finally, I decided to subscribe at a gym. Jetzt geht sie da durch die Tür und gucken wir mal, was sie sieht. Wow, Hut ab. Respekt. Da werden ja die Gesetze der Physik gebrochen. Ich glaube auch. Jesus. Also, es gibt schon merkwürdige Leute im Fitnessstudio. Ich gehe persönlich nicht ins Fitnessstudio. Ich bin gar nicht so ein sportlicher Typ. Gehen Sie? Nee, nur im Urlaub. Wenn also ich Aggressionen also abbauen muss im Urlaub. Aber das wäre nichts für mich. Und also hier die Gewichte dafür, die könnte ich nicht mit also der Schubkarre bewegen. Ja. Okay, dann das nächste TikTok. Das sind jetzt einfach süße Tiere. Also, das hat auch gar keinen Sinn. Das sind einfach süße Tiere. Es gucken sich gern Leute an, wie Tiere vielleicht hinfallen oder wie sie ganz knuffig sind. Mehr Sinn ist da gar nicht. Hier ein Moment der Entspannung, die Tiere also haben eine gute Laune, also das erdet und so. Da bin ich noch nicht in dem Sinne, aber ja. Schön. Deutsche auf der Suche nach einer passenden Schüssel. Skip. But when does this game get fucking good? Das kennen Sie doch, oder? Diese Schlüssel am Ende? Ja, ja, natürlich. Die klassische Salatschüssel, ehrlich gesagt, die hatten wir in meiner Kindheit auch. Das ist offenbar ein All-Time-Best-Product. Aber stimmt, die sieht man nicht im Ausland schon alleine, weil die Schüssel immer klebrig aussieht. Aber egal. Das finde ich persönlich sehr, sehr beeindruckend. Also so viel gleichzeitig machen zu können auf einem Instrument. Das sind für mich Weltwunder auf Beinen, weil ich spiele überhaupt kein Instrument. Ich kann kaum folgen, so schnell wie das hier abgeht. Ja, also 5-Leute-Band in einer Person. Krass. Deutlich ist zu sehen, wie Polizisten die vermeintlichen Demonstranten an Ort und Stelle bringen, um Städte und Betriebe lahmzulegen. Das Zusammenspiel von Beamten und angeblichen Protestlern ist nahezu perfekt eingeübt. Die Bilder entstanden im ganzen Bundesgebiet und zeigen, dass die Blockade von Infrastruktur offenbar politisch gewollt ist. Finden Sie nicht lustig? Sorgfältig aus Brücken laden und sie gezielt auf die Straße setzen. Jetzt, wo ich das sehe, also ich habe immer gedacht, das wären anarchistische Klimaaktivisten. Ich habe einfach zu kompliziert gedacht, die Dinge können so einfach sein, das ist die Polizei. Genau, das ist alles die Polizei. Das ist die Polizei, die das macht. Okay, das finde ich wieder sehr beeindruckend. Das, also Kampfsport grundsätzlich kenne ich mich gar nicht mit aus. Also ich habe Kampfsport gemacht. Ach, Sie haben sogar Kampfsport gemacht? Ja, ja, habe Kampfsport gemacht. Aber Ambition, Kampfsport? Wing Chun. Ja, sehr ökonomische Kampfsportart aus China kommen. Ich habe mal gegen Stuttgart Barre gespielt. Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwann mal ein Video gesehen. Ja, ja, da war ich noch besser im Stoff und so. Und er wollte nicht glauben, dass ich das kann. Und ich sage, das sagt das nicht. Das also kann hier dein Ende schon sein. Ah, holala. Nein, lassen Sie, um Gott, Sie sind stärker und ich kann das nicht lassen. Um Gott. Ich glaube, ich habe jahrelang gemacht, das ist tatsächlich wahr. Aber diese athletischen Tritte, das ist ja mehr Ballett, aber trotzdem sehr ästhetisch. Super. Da haben wir einfach wieder ein lustiges, süßes Katzenvideo. Das sieht ehrlich aus wie eine Ratte, aber. Es ist eine ganz kleine Katze. Es ist eine kleine Katze. Entschuldigung. Oh, jetzt verliere ich aber viele Follower, oder was? Nein, Fehler? Nein. The fact that you would even discuss my looks is insane. I'm a bad bitch. Always been a bad bitch.
bitch. Cause we A-listers, we paid sisters. This haben Sie verstanden, was da passiert ist? Nee, also ich... Aber können Sie sich vorstellen, warum sie jetzt rote Augen hat? Ja, weil sie es so darstellt, dass sie ein Bad Bitch ist und betrunken und verkupst ist vielleicht. Sie hat Weed geraucht. Okay, alles klar. Davon kriegt man auch rote Augen. Ja, ja gut, also wird ja demnächst in Deutschland gar nicht mehr konsumiert, aber jetzt leuchtet es ein, ja. Wie ist da eigentlich der Stand gerade bei Bubatz? Ich habe jetzt gehört, dass es jetzt diese Clubs geben soll. Ja, die Clubs kommen. Aber kann auch ein Club Mitglied eines anderen Clubs sein? Die Details werden noch geregelt, aber Mitgliedschaft in etlichen Clubs, womit ich dann jedes Mal, also die Höchstgrenze überschreite, ja, das geht natürlich nicht. Ja. Die Höchstgrenze ist pro Person. Außerdem reicht es ja auch in einem Club zu sein, weil man doch, ich glaube, 50 Gramm pro Monat dann... 50 Gramm maximal, also das ist schon... Also damit kann man sich... Damit kann man dann, das ist schon... Das ist doch mal eine positive Nachricht in Deutschland. So. Aber müssen wir auch machen, weil ich will nicht, dass die Leute den Schwarzmarkt parallel dann noch bedienen. Ja, und bei den bis zu also 21-Jährigen sind es nur 30 Gramm. Ne? Das ist so... Aber selbst damit könnte ich ja 1 Gramm pro Tag rauchen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Also nicht, dass ich das wollte, ich meine prinzipiell. Schaut uns ja keiner zu, wir können ja hier offen reden. Wir müssen auch Substanz anbieten, sonst ist der Parallelmarkt auch da. Das ist nicht gewünscht. Aber will nicht in Bayern da jetzt irgendwer gegenhalten, dass das irgendwie nicht passiert? Ich will für Bayern keine Drogen. Also es ist ja dann ein Bundesgesetz. Also die Bundesgesetze gelten auch in Bayern. Manchmal hört man es aus Bayern tönen, als wenn das nicht so wäre, aber das ist so. Ein Bundesgesetz ist ein Bundesgesetz. Ein das heißt, Sie können da gar nichts gegen machen. Also gegen dieses Gesetz kann Bayern klagen, aber das wird keinen Erfolg haben. Das Gesetz wird kommen und wird auch in Bayern gelten. Viele Menschen in Bayern wollen das ja. Ich habe jetzt gehört, dass zum Beispiel die Grünen in München wollen, dass sogar so eine Modellregion werden für die zweite Säule, die wir da hochziehen wollen. Wäre das nicht so ein guter Konter, weil die Leute in Bayern, die nerven ja so ein bisschen dann damit, dass sie so dagegen sind. Dann einfach zu sagen, jetzt seid ihr eine Modellregion, das habt ihr jetzt davon. Nee, die Modellregion kann man nur beantragen. Ich kann also die Grünen in München wollen das zum Beispiel werden. Köln wird gerne Modellregion werden, habe ich gehört, Frankfurt und so. Können Sie vielleicht auch Aachen machen? Also ich wohne in Aachen, deswegen wäre es cool, wenn Aachen auch eine Modellregion ist. Aachen habe ich studiert. Also, ja? Ja, super. Also daher, wenn Aachen da mit sind, wird es egal. Also, ja. Muss man schauen. Bremen ist anders. Okay, wir sehen einen Zug und viele Leute machen Party in diesem Zug und der Zug wippt auf und ab. Das sind wahrscheinlich abreisende Fußballfans, wo Werder Bremen erneut verloren hat. Ich kenne mich im Fußball gar nicht aus. Ist Werder Bremen schlecht? Ja, bekannt für Niederlagen. Das, könnte hier nach einem Heimspiel die Szene gedreht worden. Wir haben doch in Bremen ist keine Landtagswahl, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Das sind Anreisende, die nach Bremen kommen und sich auf das Spiel freuen. Machen wir mal weiter. Okay. Wenn ich meinen Alkoholkonsum während der ganzen Feiertage beschreiben müsste. Wenn es ein bisschen in die Breite zieht, am Anfang sieht es so aus wie lineares Wachstum, aber dann kommt dieser, ich nenne das jetzt mal Take-off-Point. Kenne ich ganz genau. Und dann geht die Post richtig ab. Ah ja, ganz klar. Die Exponentialfunktion beim Alkoholkonsum bei einem schlechten Urlaub. Ganz klar. Jeden Tag das Doppelte von vorher. Bis zur Abreise, ja. Okay. Wenn du endlich Wochenende hast. Und er freut sich sehr. Haben Sie überhaupt Wochenende? Also jetzt so im klassischen Sinne? Wir drehen gerade an einem Freitagnachmittag. Ja, genau. So. Kalendarisch, ja. Aber also im Moment ist am Wochenende oft klassische Plackerei nötig, aber es kommen bessere Zeiten. Okay. Wenn man abends den ersten Bubatz anschmeißt. Fällt vor allem ein wunderschöner Rauch auf. Ein wirklich cremiger, kaubarer Schmackofatzrauch, der den Gaumen auskleidet, mit dem man spielen kann, der eine weiche Textur bildet, die wirklich Aromen schmatzen lässt. Haben Sie auch mal so einen Bubatz geraucht, wo Sie sich das gedacht haben, was der sich gerade gedacht hat? Die sehr begrenzte Erfahrung, die ich da habe, nur weil ich als Arzt und als Gesundheitspolitiker natürlich, um die Gefahren abschätzen zu können, im Selbstversuch dann mich auch eingearbeitet habe. Aber da ist mir nichts Geschmackliches aufgefallen, was Bedeutung gehabt hätte. Das war mehr so die Wirkung. Also wir können sofort weitergehen, bevor ich mich hier umkochen kann. Okay, jetzt sehen wir einen Lifehack, einen Tipp fürs Leben. Okay. Die Anleitung fürs Leben nach dem Ministeramt, wo man dann mit der Realität konfrontiert ist. Das ist der größte Papierflieger der Welt. Der ist doch bestimmt 7 Meter lang gewesen. Ja. Wow. Und er fliegt. Ja, ich sag ja. Das ist beeindruckend. Das ist sehr beeindruckend, das stimmt. Aber
Ist das schon strong? Ja, das ist extrem strong. Da kann man ja sehen, so kann es gehen. Also wir können CO2-frei fliegen. Warum machen wir das nicht einfach? Weshalb ist das nicht? Ein paar Leute hätten auch noch drauf gepasst. Die Dinge sind so einfach oft, wenn man drüber nachdenkt. Das stimmt. Okay, kann mir mal jemand sagen, woher weiß der Spiegel, dass hinter dem Blatt die Creme ist? Wie? How? Ja, das ist leider auch ein Teil von TikTok. Creme, Blatt, Spiegel. Die Frau, die wundert sich darüber, dass der Spiegel ja gar nicht wissen kann, wo die Creme ist. Das ist interessant. Also somit drückt sie auf eine fast wissenschaftliche Art aus, dass sie nicht weiß, wie ein Spiegel funktioniert. Das ist Respekt. Also bin sicher, sie ist noch in Arbeit daran. Ja. Chapeau. Holala. Holala. Das ist schon krass. Nee, das könnte ich nie. Also ich könnte das nur, wenn es langsam aufgenommen und beschleunigt abgespielt wird. Bella Pizza al Ristorante. Oh mein Ja, okay. Ja, da lag die Pizza auf dem Boden. Und fällt auf die richtige Seite. Das ist also. Okay, an dieser Stelle würde ich das dann beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sie können mal sagen, liked das Video. Ja, liked das Video und Thumbs up für beide, bitte. Genau. Also die Fragen waren top, die Antworten waren okay. Den Instagram-Kanal von Herrn Lauterbach habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Den könnt ihr euch angucken. Twitter haben Sie bestimmt auch. Twitter, ja, ja, ja. Aber ich habe tatsächlich Facebook. Ach, Facebook haben wir noch. Ja. Verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Für die über 50. Über 70. Über 70. Alles klar, bis dann. Tschüss.